Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum sechsten Türchen meines Adventskalenders. Heute ist Nikolaustag und ja, ich habe eine Nikolausmütze da. Natürlich werde ich die aufsetzen. So, die ist nur ein bisschen eng, weil die ist aus Filz. Die hat keinerlei Gummizug. So, und dann kommen wir auch schon zum Hauptthema dieses Videos. Und zwar nervt mich diese Glocke. Und zwar ist es Happy Birthday, kleine Schwester! Ja, meine kleine Schwester wird heute 18 Jahre alt. Ich hoffe, du siehst dieses Video heute noch. Ich wünsche dir vom Herzen alles Gute. Natürlich werde ich dich nochmal anrufen, in WhatsApp bombardieren, je nachdem. Ich werde dich auf jeden Fall nochmal persönlich kontaktieren. Dieses Video ist aber hier gerade nur für dich. Und zwar werde ich in diesem Video ein paar von unseren schönsten Bildern und schönsten Erlebnissen zusammenschneiden. Das wird so ein kleines Best-of. Und natürlich werde ich am Ende dieses Videos euch noch zeigen, was ich meiner kleinen Schwester zum Geburtstag geschenkt habe. Wir haben erfahren, dass man heut vor ein paar Jahren den Zeitpunkt günstig fand und dich kurzerhand entband. Seitdem bist du auf der Welt, schön, dass es dir hier gefällt. Alles Gute zum Geburtstag! Wir wünschen dir, dass lauter nette Leute ganz besonders heute ganz in deiner Nähe sind. Und dass sie dir vielleicht sogar was schenken und dass sie an dich denken, denn du bist das Geburtstagskind. Wir wünschen dir im neuen Lebensjahr, dass das, was gut ist, bleibt so wie es war. Und dass alles, was dich nervt, sich zumindest nicht verschärft. Happy Birthday! Wir wünschen dir, dass du an jedem Morgen fröhlich ohne Sorgen deinen neuen Tag beginnst. Und dass du zwar höchstwahrscheinlich nie die Fernsehlotterie, aber manchen neuen Freund gewinnst. Wir wünschen dir im Sommer Sonnenschein, im Winter soll es ohne Ende schneien, solange du je nachdem wie's ist, passend angezogen bist. Happy Birthday! Und dass viele Leute dich besuchen und dir leckeren Kuchen bringen, ja, das wär uns recht. Wir hoffen, du sagst, heute ist ein Tag, ganz genau wie ich ihn mag. Geburtstag haben ist nicht schlecht. Und dass du auch in Zukunft ganz ohne Beschwerden Freude hast am gepflegten Älterwerden. Also kurz gesagt, und darum sind wir hier. Wir gratulieren dir. So, ich hoffe, das Best-of hat dir gefallen, liebes Schwesterchen. Und ich hoffe natürlich auch euch anderen. Und die anderen interessieren sich bestimmt dafür, was ich ihr geschenkt habe. Natürlich habe ich ihr jetzt nicht so das krasse 80s-Paket zurechtgelegt. Ich habe ihr halt so Sachen geschenkt, wo ich denke, dass sie ihr gefallen und sie sie gebrauchen kann. Ein Teil war mit drin, das habe ich jetzt leider nicht hier, das kann ich euch gleich sagen. Ich habe ihr ein paar McDonald's-Gutscheine gekauft. Da gibt es ja immer so, für 2 Euro kannst du einen Gutschein kaufen. Da habe ich ihr so, ich glaube, 3, 4 Stück gekauft und noch mit reingelegt. Und dann hat sie einmal von mir so eine herzlichen Glückwunsch zum Geburtstagskarte gekriegt. Ich finde die also super süß mit diesem Teddybär. Die habe ich jetzt noch nicht beschriftet, aber da wird ein super süßer persönlicher Spruch reinkommen. Ganz für dich alleine und nur du weißt, was da drin steht. Dann habe ich ihr ein Playboy Generation Shower Cream Duschgel geschenkt, das neue. Ich finde erstmal, das Design ist übelst wirklich geil. Und es riecht gut und es ist rosa. Du magst rosa und ich denke mal, mit Duschgel kann man nie was verkehrt machen. Und ja, sie hat ein Duschgel von mir gekriegt. Dann habe ich ihr Kuschelsöckchen geschenkt. Sie steht, glaube ich, genauso auf mich wie Kuschelsöckchen mit Noppen, damit dir nichts passiert, damit du nicht ausrutschst. Sie sind rosa, schön girly-like und ich hoffe, dass du damit schön viele warme Tage verbringst und sie lange, lange, lange haben wirst. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Gag-Geschenken. Ja, es sind nur noch 2. Ich habe hier so ein kleines Paket zusammengestellt. Und zwar einmal, meine Schwester ist 18 und hat die große Liebe noch nicht gefunden. Finde ich jetzt nicht schade, sie lässt sich halt Zeit, sie begutachtet die Männer lieber und geht nicht gleich irgendwas ein. Und ich habe gedacht, ich helfe dir so ein bisschen auf die Sprünge und schenke dir einen Märchenprinzen. Yeah, jetzt musst du nicht mehr suchen. Das ist was ganz Cooles, das muss sie gießen und dann wächst da...
Das ist was ganz Cooles. Das muss sie gießen und dann wächst da so ein Traumprinz raus. Ich finde das echt geil. Da steht Step 1, Deckel aufmachen. Step 2, fülle Wasser ein. Step 3, blubber, blubber, blubber. Step 4, blubber, blubber, blubber. Step 5, wechsle das Wasser. Step 6, er wächst und wächst und wächst. Ich finde das ganz cool. Ich hoffe, du freust dich darüber. Und hast viele schöne Stunden mit deinem Traumprinz und stellst sie mir bald persönlich vor. Und dann das Letzte, was ich zu ihr reingetan habe. Und ich hoffe, sie ist mir nicht böse, weil sie ja in sowas etwas empfindlich ist. Aber ich denke, zum 18. da muss man einfach so ein bisschen abbrühen. Wenn ich, du weißt, was ich zu meinem 18. alles gekriegt habe. Und ich nahm es mit Humor. Also nimm dieses Geschenk auch mit Humor. Ich habe ihr Gummis geschenkt. Und zwar 12 Power-Kondome. Und zwar reißfest, extra feucht und mit 0,1 mm Wandstärke. Ich fand dieses Power eigentlich ganz cool, dieses Power, wenn du mich benutzt, dann bist du auf keinen Fall schwanger und kriegst auf keinen Fall irgendeine Geschlechtskrankheit. Deswegen, ich weiß nicht, ich hoffe, die Message kommt witzig rüber und du denkst nicht irgendwie, dass ich dich bemuttern will und bevormunden will. Du kannst sie von mir aus auch zu deiner Geburtstagsparty aufblasen und als Luftballon-Deko benutzen. Und ja, das ist so das Geschenk, was ich ihr geschenkt habe. Sie kriegt natürlich noch was von mir. Das bekommt sie aber erst, wenn ich sie persönlich sehe. Und das werden wir höchstwahrscheinlich erst nächstes Jahr im Sommer machen. Also, liebe Schwesterchen, mach dich darauf gefasst, dass wenn ich dich das nächste Mal persönlich sehe, ich dir noch was in die Hand drücke. Und du dich hoffentlich sehr darüber freust. Und natürlich werdet ihr das auch irgendwann erfahren, was es ist. Allerdings in einem anderen Video und ja, das kann auch ein bisschen dauern, da ich daran noch arbeiten muss. Das war's dann jetzt auch schon mit dem 6. Türchen. Ich hoffe, ihr habt alle schön vollgefüllte Stiefel gehabt und wart schön artig. Und ja, wir sehen uns dann morgen beim Türchen Nummer 7 wieder.